Hallo liebe Filmefreunde, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja, meine Lieben, ich bin heute zurück mit einem neuen Filmvideo für euch. Ich habe nämlich letztens wieder so ein Schätzchen aus meiner Sammlung geholt, was ich euch jetzt zeigen möchte, weil ich bin im Moment so im Tier-Abenteuer-Film-Dings-Phase und ja... Auf jeden Fall habe ich heute einen neuen Film für euch. Und ja, ich saß eben auf dem Sofa, habe es mir da eigentlich gemütlich gemacht und dann kam die Sonne so durch und deswegen sitze ich jetzt auf dem Fußboden und ja, mache das Ganze jetzt mal von hier aus. Ja, Leute, heute geht es um ein, wie soll ich sagen, eigentlich auch ein Filmtipp oder ein Geheimtipp für euch, nämlich um den Film Backcountry. Tada! Ja, ihr seht schon, weiße Blu-ray-Hülle finde ich mega cool. Und hier seht ihr auch schon einen Bären abgebildet mit einem Mädel hier. Freigegeben ist der Film ab 16, aber der hat auch ein Wendecover. Ich habe es jetzt noch nicht getauscht, weil bei mir geht das manchmal schnell. Kaufen, aufreißen, gucken und dann geht er wieder ins Regal. Ich habe es jetzt hier auch vergessen, aber ich mache es noch. Von der Seite sieht das Ganze dann so aus, auch mit einem weißen Schriftzug und hinten drauf habt ihr dann relativ viele Bildchen, was ich sehr cool finde. Da seht ihr auch schon die Darsteller und natürlich nochmal die ganzen Infos zum Film. Wenn ich den öffne, sieht das Ganze so aus. Hier habt ihr dann nochmal ein Infoblättchen zu anderen Movies und die Disc sieht genauso aus wie das Cover. Ja, und ich finde es auf jeden Fall sehr cool so. Bevor wir jetzt ganz zu den ganzen Einzelheiten kommen, erzähle ich euch jetzt erstmal die Fakten. Also wie gesagt, freigegeben ist der Film ab 16. Ihr habt eine Laufzeit von 91 Minuten und jeweils in Deutsch und Englischen Ton 5.1 Sound. Und ja, dann legen wir jetzt mal los. Eigentlich sollte es ein romantisches Campingwochenende in der Wildnis werden. So hatte es sich Alex für seine Verlobte Jen ausgedacht. Raus aus der Großstadt, rein in den Nationalpark, eine Wanderung ohne Landkarte und ohne technische Hilfsmittel. Nach 3 Tagen Fußmarsch wird klar, Jen und Alex haben sich hoffnungslos verlaufen. Ihre Vorräte sind fast verbraucht und die Situation wird immer unheimlicher. Haben die beiden, ohne es zu wissen, das Revier eines gefährlichen Schwarzbären betreten? Und was hat der merkwürdige Fremde in dem Waldgebiet verloren? Ja, das erstmal zu der Story und dann steht hier auch direkt drunter, Backcountry, gnadenlose Wildnis, basiert auf den wahren Erlebnissen eines nordamerikanischen Camperpaares. Der von den Kritikern hochgelobte Survival-Thriller wurde auf dem Toronto International Film Festival uraufgeführt und hier drunter steht auch noch vom New York Magazine, extrem spannend und hervorragend gespielt. Und vorne drauf steht noch ein Höllentrip und der Horror-Talk hat gesagt, du wirst nie wieder campen gehen. Ja, das sind auf jeden Fall heftige Aussagen. Und ja, wie bin ich zu dem Film gekommen? Ich habe ihn vor mehreren Jahren einfach mal in einer Zeitschrift gesehen. Einfach so. Und da habe ich gedacht, so irgendwo unter Filmtipps. Und da habe ich gedacht, cool, ein Bärenfilm und so, kennst du noch gar nicht. Weil ich bin ein Riesenfilm von dem Film auf Messer schneide. Ich finde den richtig toll und so real. Und ich war immer wieder auf der Suche nach so einem Film. Und ja, natürlich kommt der nicht daran, aber er ist sehr, sehr gut. Und ja, da ich diese diese Tier-Survival-Thriller so mag, wie jetzt vor kurzem mich ja auch Crawl vorgestellt habe mit dem Krokodil. Ja, geht es hier jetzt um einen Schwarzbären. Und die Schauspieler jetzt noch kurz werden gespielt von Missy Peregrine, Eric Balfour und Jeff Rupp.
Sind für mich gar keine bekannten Schauspieler, also nicht, dass ihr mir das jetzt irgendwie übel nehmt, aber ich kannte sie bisher nicht. Habe die Schauspieler hier eigentlich zum ersten Mal dann gesehen, sofern sie mir nicht vorher irgendwo aufgefallen sind. Und sie sind wirklich sehr sympathisch und der ganze Film ist so richtig real gefilmt, also dass ihr so richtig denkt, ihr seid dabei, was ich sehr cool finde. Und Alex und Jen begeben sich dann einfach auf diesen Trip. Und lassen Handys und so alles im Auto und sagen sich jetzt, so, jetzt sind wir mal einfach draußen in der Natur und schalten einfach mal komplett ab vom Alltag, von der Arbeit und so. Und während sie dann in diese Natur gelangen, kommt dann irgendwann ein Fremder auf sie zu. Ja, und als Zuschauer weiß man nicht so recht, ist der jetzt nett oder tut der nur so? Hat der irgendwelche Absichten? Oder ist das doch der Böse, den man immer so kennt aus Horrorfilmen, der einem dann im Wald begegnet und eigentlich sympathisch zu sein scheint, aber dann so böse Dinge treibt? Und das war auf jeden Fall schon mal sehr cool. Ich werde euch natürlich nicht verraten, was dann passiert und was er dann für einen Charakter spielt. Also das lasse ich natürlich noch offen. Aber die beiden stoßen dann irgendwann auf einen Schwarzbären und der ist so echt und das Ganze ist wirklich so, so gut umgesetzt. Ich war so geflasht von dieser Situation, als sie dann auf den Bären stoßen, dass ich wirklich sagen muss, es ist einer der heftigsten Szenen mit einem Bären, die ich gesehen habe, so in einem Film. Viele von euch denken jetzt bestimmt auch an so Revenant und das ist natürlich eine ganz andere Schiene, weil das hier ist natürlich eine wahre Verfilmung und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich heftig. Also die zwei kämpfen dann ums Überleben, um diesen Bären zu entkommen, um einfach irgendwie alles zu geben, weil sie haben sich verlaufen und ihr müsst euch vorstellen, dann sind sie in diesem Nationalpark und wissen nicht so wohin. Und der Film ist so echt real und spannend dargestellt, dass ich ihn euch nur ans Herz legen kann. Und ja, es ist einfach ein richtig toller Abenteuer-Survival-Horror-Bärenfilm, den ihr euch super anschauen könnt. Der dürfte mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer sein. Ich habe ihn ja auch schon eine Zeit lang in meiner Sammlung. Ich habe jetzt gar nicht aufs Jahr geschaut. Der ist von 2015. Ja, also da seht ihr schon, er ist schon ein paar Jährchen alt. Aber für mich gehört er auf jeden Fall in jede Filmsammlung. Ja. Das war es jetzt erstmal von mir für euch Leute und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine Filmreview Spaß gemacht hat. Wenn ihr den Film schon geschaut habt, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr meine Meinung teilt, ob ihr den auch so gut fandet oder eher nicht so. Und ja, ich freue mich dann, was ihr dann unten so in meinen Kommentaren an Nachrichten da lasst. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, fühlt euch gedrückt und bis dahin, ciao!